kann nur den Chat lesen, aber Silke nur selten hören und sehen. Stacy, du kriegst einen Arsch voll. Wenn du in einer Sekunde nicht darauf antwortest, was 2 plus 4 ist, dann weine ich, dann bist du gebannt. Nee, Tarotkarten, okay. Dennis, dachte ich mir, danke. Bei der Oma brauchst du Tarotkarten. Wir sitzen fest, gestrandet, in der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Ghost Ship hieß der Film, Kappa. Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen. Meinst du hinten oder vorne? Den Muskelberg? Man gewöhnt sich daran, schätze ich. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? Du willst doch nur seine dicke Wurst eingefädelt haben. Nicht wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Tür eintreten. Wie ein Mann. Oh, wie eine Frau meine ich natürlich. Und Schnitt. Das hätte ich auch hingekriegt. Du hast sie gelockert. Nice. Wie ein Gurkenglas. Okay. Also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? In meiner Leber. Piep, 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 piep. Was wird das denn? Piep? Oh, das ist meine Erdbeere. Ich aber ich weiß es nicht. Huh. Ich mag Maracuja nicht. Merke ich erst jetzt, wie unfassbar lehm du bist. Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Maracuja mag ich sehr, ja. Aber Maracuja und Mango mag ich tatsächlich nicht. Maracuja ist eigentlich meist geil. Hm, ja, Geschmack. Ist aber verriegelt. 1337. Oder 2845. Wie bei Stanley Parable. Ausrufezeichen YouTube. Hallo Hase. Oh. Oh. Ha, ja. Oh. Jackpot. Ey, Sieh nur meine Riesenmelonen. Danke für die 10 Bits. Hier. Guck dir diese Riesenmelonen an. Ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach. Oh, ich dachte, er sagt rein mit dem Wutz, ne? Ein Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei, vielleicht auch doch. Oh mein Gott. Ich lass euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. What the fuck? Ich glaube, ich hätte mich gut mit denen verstanden. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich einfach ganz ehrlich. Ich glaube, ich hätte da Spaß. Ich vertraue dir jetzt einfach mal. Beast, ich hoffe, dass es schmeckt. Don't forget, wenn du bestellst, Slicks Bra 20 für 20% Rabatt. Und vielen lieben Dank für den Support. Kannst aber natürlich auch jeden anderen Code nehmen. Da sind Klamotten. Was ist das für ein Lagerraum? Hier ist ja gar nichts. Podcop, genau, den Code meine ich. Du wärst da der Fellow Kids. Hallo, ich bin kein Boomer, Mann. Was zum Teufel? Ich würde richtig cool meinen Ghetto Blaster rausholen und Candy Shop von 50 Cent anmachen. Nur weil ich 50 bin? Wow. Alles ergibt Sinn. Diese Flugblätter bewerben einen Wanderzirkus namens Harem Scarem. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. Kann ich das angucken, actually? Nee. Oh, ich würde das gerne in groß sehen. Ich würde gerne wissen, ob das das Datum von morgen ist oder heute Nacht. Werde ich nicht, Silke. Wenn die Kids sagen, dass du alt bist, bist du es auch. Chuck, ich brauche eine Umfrage, Kappa. Ob ich alt bin, ja oder nein.
Ist das genug Watchtime? 43 Stunden. Viel zu wenig. Das müssen 420 Stunden sein, mindestens. Spaß. War das Giveaway schon? Nee, war noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Es sollen ein paar auch die Chance haben, es auch zu bekommen. Ich habe bis gerade gebraucht zu checken, woher Ryan ist. Der kommt von seinem Vater, diesen Chris. Aus der Mutter. I guess. Und Gina, ein wunderschön. Grüß dich. Wer kauft den Scheiß? Hallo, ich hätte das gekauft. Ich finde das cool. Das ist eine schöne Erinnerung. Boah, Alter. Kann ich Silkes Liebe gewinnen? Bro, die hast du schon längst gewonnen. Was ist in der Box? Was ist in der Box? Warum ist das hier? Warum ist das abgesperrt? Leola, wenn du mich zu sehr liebst, dann distanziere ich mich irgendwann und dann liebe ich dich nicht mehr. Ich brauche manchmal ein bisschen Distanz, damit ich meine Gefühle nicht verliere. Dann habe ich alles, was ich will. Sehr gut. Ich hoffe, du bist glücklich. Okay, das lassen wir mal offen. Für den Fall der Fälle, dass wir hier durchsprinten müssen. Gucken, was wir noch finden. Wo soll man hier Tarotkarten finden? Ist das Toothpaste? Ja. Damit kann Jacob mal seinen dreckigen Mund waschen. Auswaschen. Ja, machst du schön am Ende, um uns alle an dich zu binden, so lange. Natürlich, natürlich. Also, for real, natürlich mache ich das Gewinnspiel ein bisschen später, damit alle ein bisschen länger auch da bleiben. Natürlich. Aber es ist kostenlos, niemand muss irgendwie subben oder so, es ist auf freiwilliger Basis und solange wir alle Spaß haben, ist doch schön. Hallo, Alter. Ich würde aber auch ohne Gewinnspiel gucken. Sehr schön, das freut mich. Oh ja. Oh ja. Okay, das ist eine kranke Maske. Jacob erschrecken, Requisiten dalassen. Ich wette, wenn ich sie dalasse, hat sie wer anderes auf oder so und dann erschrecke ich mich selber davon, weil ich sie dagelassen habe. Let's go, wir gehen rein. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das kann ich euch zeigen. Actually, wo ist der Clip, wo ich mir in die Hose scheiße mit dem, mit der Milchmaus? Spaß. Werdet ihr gleich. Boah, die Lippen sind doch nicht echt. Keine Ahnung. Müsste ich nackt sehen. Okay, ich hoffe. Spaß. Oh, das ist ein 3D-Modell. I mean, natürlich okay, sind die nicht echt. Fehlt nur ein Versteck. Aber ich glaube, das sind ihre echten Lippen. Tatsächlich. Ich dachte, du spielst Quarry und ich bin Payday. Nice. Danke für die 100 Bits. Emma? Hallo? Du machst jetzt erstmal deine Augen. Ey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Angst vor Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Wow. Wie witzig ist das, kleiner Junge? Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen Kleinwagen quetschen, als wäre es nichts? Ich... Mami? Sorry, Mami? Was? Sorry. Scheiß Vertan. Oh, Bro. Aber nicht vergessen. Ah ja, du, danke für die 50 Bits. Musste ich was drücken? Hätte ich was drücken müssen, damit er sich erschreckt? Oder konnte ich da nichts drücken?
Gibt's hier noch irgendwas? Das ist actually eine Tür. Nee, glaube nicht. Nein, okay, perfekt. Nice. Das wäre so cringe gewesen, hätte ich daneben gedrückt. War nur Szene. Ja, Mara, du kriegst eine Arschschuld. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Die halbe Wahrheit. Danke für die 21 Witz. Es war die echte Wahrheit. Okay, wir rufen Jacob. Sieh dir das an! Sieh, wie du drückst. Also dann, Tür, halt dich fest, denn du triffst gleich auf deinen Meister. Erstmal jede Tür kaputt machen. Okay, perfekt, doch nicht. Nice. Nice. Woo. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Noch mehr Melonen. Wunder, dass die Tür verschlossen war. Das ist ganz Essen. Ist der böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um... Leben und Tod. Menschenrechte. Okay. Oder so. Sicher, klar. Gut. Mal sehen. Oh, Hannah, nee, hör auf. Fällt die Tür ins Schloss. Jedes Mal Dietrich brechen. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Ich will mich umsehen. Wie du willst. Das ist eine leere Bots. Bots. Box. Darin könnte ich Sachen transportieren. Okay, never mind. Jacob! Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Nice. Okay, okay. Schnetzeljagd, Mr. Krabs. Krass, okay. Aber wir haben ja schon ein paar Beweise gefunden, glaube ich. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Ist das von anderen Kids? Campingvorräte. Von den beiden. Okay, da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das ein Bär? Zerfetzte Wanderrucksäcke mit getrocknetem Blut besprenkelt. Nee, das ist nicht von den anderen, glaube ich. Das ist einfach so von irgendwelchen. Erfinde Beweise. Ja, wir lügen die an. Wir machen unsere eigene Realität, Wolfi. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. 7739 cool. Ist der Code. Steht da drauf. Ein Code. Danke, Mantis. 7739. Boah, oh mein Gott, habe ich mich erschrocken, Alter. Was war das denn für ein Move, ey? Okay. Fertig. For the boss's office. Ich liebe sie. Tarotkarte oder so? Solarion, ich liebe sie. Geht's dir? Was haben wir da? Wir haben Zombie-Flash. Wir haben Choco-Weeds. Wir haben Eyeballs. Richtig geiles Halloween-Food. Oder es sind echte Sachen da drin. Aber das war's ja auch schon, oder? Wirklich? Wir nehmen nur das Bier mit? Okay. Du willst, die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen.
jetzt hier? Erstmal eine Pumo mitnehmen. Pumucke, ja. Renovierungspläne. Baupläne für Reparaturen am Schornstein der Lodge. Aus den handgeschriebenen Randnotizen geht hervor, dass Chris Hackett im Moment das Geld dafür fehlt. Okay, dann lassen wir alle unser Geld da, damit er das machen kann. Klar. Aber ich weiß auch nicht, was aus den Männern geworden ist. Es ist einfach cringe. Ich bin endlich zu Hause, hatte bis 20 Uhr gearbeitet und dann mit meiner schwerverletzten Mutti noch beim Vereinsfest bei mir im Ort. Okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gute Besserung an deine Mutti. Das haben wir schon gesehen. Und ich hoffe, dir geht's gut. I doubt it. Alle mal donaten für Mr. H, genau. Okay. Oh, was ist da drin? Bestimmt eine Hand oder ein Kopf oder so. Ich raste aus. Bin drin. Ah, sehr gut. Hör ich öfter? Oh, Munition. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Nein. Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Ich finde, Feuerwerk geht etwas zu weit. Was? Du hast eine Flinte. Was spricht dagegen die Feuerwerk? Die Flinte dient dem Schutz vor Bären. Das Feuerwerk könnte einen Waldbrand auslösen. Blöde Waldbrände. Oh mein Gott, ey. Blöde Konsequenzen immer. Hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp. Nicht bewegen. Oh Mann! Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Was sind Butter Pops? Sind die nicht für Kinder? Lassen wir ihnen einfach die Schokopops. Besser als das Feuerwerk, oder? Ja. Du bist langweilig, Sörker. Ich hätte den Wald so gerne brennen sehen. Ach. Nein. Was? Ich fass es nicht. Okay. Spielen Sie den Song nochmal. Butter, Butter, Pop. Pop, pop, pop him in your mouth. Pop. Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann. So alt sind die wahrscheinlich auch. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh Slakes, was geht ab, Mann? Grüß dich. Hey. Wenn Silke die Lippen sieht, wird Zelt gebaut. Ihr seid alle Schweine. Ihr seid einfach alle Schweine. Mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. House of Asses. Okay, perfekt. Okay. Ah, okay, er war wirklich hey, der. Draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug. Nice, Max, ich bin sehr gespannt. Allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Wo? Oh? Schubskarre? Ja. Schubskarre? Okay, das ist wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug Schubkarre, oder? Ah, verstehe. Ladies first. Danke. Wo lang? Oh, Maxi, das klingt sehr, sehr nice. Sehr geil. Cool. Laubwürfel in ein wunderschön. Schubskarre klingt besser. Okay. Klingt süß. Ist okay. Es reicht, dass Emma sich in Jacob dadurch verliebt. Weil eigentlich schubst man die Karre ja mehr. Okay. 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 Das Heiligtum. Oh mein Gott, warum gehen die da rein? Es ist die magische Quelle. Pff, okay, ja, beeil dich an. Schiebkarre? Oh mein Gott, das ist wie Schraubenzieher. Eben an. Und Energie. Scheibtruhe. Podcasts. Man schiebt sie doch, ne? Ja. Okay. Schiebkarre ist okay. What the fuck, wie er grinst.
wie Jim Carrey ein bisschen in jung. Abweisen, lass mich raten. Wie heißt der Podcast? Wir befreunden uns mal mit ihm. Vielleicht hört er dann später auf Ryan. Mal gucken. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also... ist das schon der Horror? Ja. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Banal? Oh Mann, Alter. Gecheckt? Hast du dich verlaufen? Vielen lieben Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Mach's dir gemütlich. Banal. Oh. Sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht mal. Die Witze sind genauso schlecht wie hier von mir. Rumzuschnüffeln. Ich lieb's. Okay, wenn du meinst. Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Duke, du hast auch gleich mal Kuchen an der Lippe von meiner Faust. Es gibt auch die Schnauze. Lässt meinen Ryan in Ruhe? Weil sonst werde ich gerne rein hart bolzen. Also. So, aber jetzt, Bonti, gute Nacht. Bin gespannt aufs VOD und bring nicht alle auf einmal um. Bonti, eine gute Nacht wünsche ich dir. Schlafen Sie gut und träum was Süßes. Ich werde nicht einen einzigen Mensch umbringen. Oh, was für ein Alter. Alle überleben. Hey, gib mal deine Nummer. Ich rufe 1 Million Euro. Wieso? Auf dein Bankkonto, wenn ich es schaffe. Du willst mal eine Reinhorn? Genau. Damit ich dich zu einem Date einladen kann, flirten? Wie gay, okay. Sarkastisch, dein Handy weiß sonst nicht, wofür es da ist. Wir flirten, wir gehen rein. Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Smart. Wenn ich süß. Deine Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding hier. Hallo? Was? Was? Wer ist dran? Hallo? Weird, ich dachte, da wäre jemand. Was hat der denn gesagt, Mann? Du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Nice. Patti, keine Sorge. Ich auch. Ich auch. Familienfoto. Der noch jünger aussehende Campleiter Chris Hackett mit seinen beiden Kindern, Caleb und Kaylee. Sie sehen glücklich aus. Hast du dich verlaufen? Nightwolf, vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Wie geht's? Wie steht's? Ich hoffe, dir geht's besser, als die da auf dem Foto gestellt aussehen. What the fuck? Caleb und Kaylee. So typische Namen. Kaylee und Caleb Hackett. We're the kids, huh? We're the kids, huh? Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch. Hm? Freut mich, Nightwolf. Sehr, sehr schön. Mir geht's soweit auch ganz gut. Ich feiere das Game. Es macht mega, mega Spaß. Magst du Horror Games? Bist du mit dem Raid rübergekommen? Oder hast du nach dem Spiel gesucht? Oder was geht ab? Jetzt habe ich Hunger auf Kebab. Was ist das? Nice, Greenie. Hörst du das? Ich hab's gehört, ja. Ihr auch? Ist das eine Falltür? Nee, das ist eine Fahrttür. Geheimer Sex-Dungeon. Okay, ich verstehe. War klar, dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja, ja, ja. Ich wette, Mr. H. steht auf richtig schräge Sachen. Ich glaube nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha, warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das ist nicht witzig. Sie führt wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Wir werden so sterben. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Nein. Falltür schließen, runterklettern. Wir gehen da rein. Safe stirbt einer. Einfach die LEDs im Hintergrund auf grün stellen. Genau, grün und rot. Neues Horror-Overlay.
Die Olle da unten ist? Ach, glaube ich nicht. Ich glaube, die ist an einem anderen Ort. Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Mal deine Wand grün an. Oh. Nice. Da. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Vielleicht. Sei still. Da unten ist der Typ gestorben. Das ist, wenn man komplett durchgeht, geht's unten hoch, glaube ich. Unten und es riecht ganz komisch, also... Ja, okay, ich komme wieder hoch. Oh, zu spät, du wirst runtergezogen, du Arsch. Weg aktualisiert und wenn wir das nächste Mal da hochgehen, bricht die Leiter ab. Und irgendwer kommt nicht hoch und stirbt. Ist der bequem, so ein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Verspielt. Lingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment. Jetzt sagt's wieder Dylan. Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag für Sie tun? Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja, ich. Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und, was noch? Also, er soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich seh mal, was sich machen lässt. Smart. Okay. Unerwartet. Oh. Laura Kearney. Das Telefon ist tot, ja. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Schon das zweite Mal Noobs gesagt. Betreuerverzeichnis. Eine Liste mit den Namen der Betreuerinnen und Betreuer sowie persönlichen Angaben und ihren Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen. Laura Kearney und Max Brinley. Wieso sind sie nicht aufgetaucht? Vielleicht, weil ich sie umgebracht habe. Ein. Nicht alle, okay? Du magst den Typen nur, Angelus, weil ich ihn so gut spiele. Weil ich ein Schauspieler bin. Ich glaube... Angelus, dir würde Stanley Parable auch gefallen, was ich gerade auf YouTube spiele. Falls du es nicht schon kennst. Ach, kennen wir schon. Hier haben wir was? Kann man hier reingucken? Fun Day Sunday, Driving Lesson Saturday, Library Reading Day. Freitag ganzen... Ein auf den, ich gehe Freitag den ganzen Tag lesen. What the fuck? Wenn du nochmal die Milch und dann erst die Cornflakes in die Schüssel gibst, dann stinkst du. Kennst du das? Wenn du so in ein Dorf reinfährst und stinkt einfach übelst nach Kuhscheiße und du denkst dir so, holy shit, das ist Dorfgeruch. Das liegt nicht an den Schweinen und an den Kühen, das liegt an mir. Ich liebe sie. Weil ich das jeden Tag mache und ich werde es auch immerhin weiterhin tun. Und da du hier reinsubst und mich supportest, supportest du auch, dass ich das so mache. Von daher, Cringe, du hast dich verraten. Alex, danke für deinen Sub im 5. Monat. Ich hoffe, dir geht's gut. Gewöhn dich dran. Es ist einfach, wie es ist. Hier können wir noch was mitnehmen. Achso, die geladenen Handys, die anscheinend immer noch leer sind. Cool. Ab jetzt nie wieder Sub. Perfekt. Wer von euch hätte als Kind Bock auf die 4 Wochen Camp gehabt? Wer hat Bock auf so Camping-Zeugs? What the fuck, das Bild? Von Abby. Actually, nice aus. Chris und Abby gemalt. Okay. Da steht aber kein Datum, ne? Kein Jahrestag oder so. Nee. Kann's nicht erahnen. Geht das nicht irgendwie schneller? Ich kann sie für dich anfeuern. Los, macht schon. Ihr schafft das, Leute. Funktioniert nicht. Wir müssen wohl warten. Eigentlich ja, aber 4 Wochen... Schon anstrengend, ne? Oh, ja, bitte nicht auftreten. Mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Bro, wir sind schon... Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Ich hoffe, wir finden irgendwas. Aber wie, wenn nicht? Ich verspreche nichts, aber... Oh, Alter, ich
war gerade am Trinken, Bro. Er wirft mir fast ins Gesicht. Das ist Blödsinn. Oh. Warum ist da kein Quicktime-Event? Das Spiel ist so schlecht. 0 von 10 Punkten. Huh. Jetzt könnte ich das gerne machen, okay? Maximal 2 Tage. Perfekt, Katie. Nice. Was ist das? Können wir uns als Chris anziehen? Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ibuprofen, perfekt. Voll heftig. Oh. Frische Sachen. Mann, Mara, du Arsch. Mr. H weiß, was er mag. Danke für die 50 Bits. Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Mara, eine gute Nacht wünsche ich dir. Danke für den Support. Schlaf schön. Hab ein schönes Wochenende. Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Oh. Hat Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Nee, was dann? Nein, nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was denn? Das ist der Sex-Dungeon. Perfekt. Auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Vielleicht mag er ja den Podcast. Er hat also Bigfoot gesucht. Verschmitzt. Okay, interessiert, wir gehen rein. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Und was für ein Hobby? Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, können wir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also, versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Wäre das Spiel cool gewesen, hätten sie die Noobs-Wörter rausgenommen und hätten gesagt, das wäre sus. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt. Mord. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Ich will an diesen Schraubenzieher-Ding. Oh. Hab's dir eine wundervolle Nacht, wünsche ich dir Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Kann für mich jemand Play schreiben später, Kappa? Nice. Schönes Wochenende dir. Okay, eine Karte. I see. Da waren Kassetten an der Wand. Komme ich da ran? Nee. Ah. Boah, voll das Shure SMB7 Mikrofon. Okay. Was war das? Schon nicht sein. Sowas hasse ich, ne, an Filmen und Spielen. Wird schon nicht sein. Must have me in the wind.
muss mal gestimmt werden. Okay. Kann man nicht die Schränke durchsuchen? Come on. Hä, wo geht's denn hier raus? Wo geht's hier raus? Hier unten, glaube ich, ne? Oder hier? Ah. Ah, ja. Ey, wozu das Gewehr? Chris. Mr. H meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr, das... Ja. Das glaubt er doch selber nicht. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Also die Emotionen sehen schon echt geil aus, muss ich sagen. Bis auf das eine Grinsen eben. Aber ansonsten sind diese Screens schon echt cool. So. Was, wenn ein Bär auftaucht? Dann wissen wir ja, wo sie ist. Was, wenn wir sie brauchen? Ernst? Ja, wir machen ernst. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen... Der darf das, ja. ...Freaks treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp okay, Greenie. Und die Jagdsaison okay. Fängt gerade an. Und? Was, wenn... Okay, sagen wir mal, was, wenn jemand uns umlegen will? Im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Bis gleich, Sharky. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Genau. Na gut, Mann. Oh, die Handys laden. Actually, let's go. Vollgeladen. 28% vollgeladen. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Eine Person ist gestorben, Greeny. Aber bei 186 Enden... Ich glaube, ist okay. Wenn der Fall eintritt, haben sie auch bestimmt noch Zeit, sie zu holen. Klar. Der Bär wartet so lange. Ist doch klar. Ich bin eigentlich die ganze Zeit unscharf. Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Rocky Road, Shady Glade. Du darfst entscheiden. Oh. 28% sind die neuen 100%, genau. Ich nehme das. Also hier lang. Gott, alles okay? Alles okay. Nimm mir den anderen Weg. Komm, ich helf dir. Der sieht aus ein bisschen wie der Sohn vom Polizisten. Ich sag's dir, genauso wie ich gerade. Der hat voll Ähnlichkeit. Oder? Der hat voll dieselbe Augenpartie und auch den Mund und so. Also, es gibt einen Witz über Künstler. Er ist aber blöd. Ach ja? Dann erzähl ihn nicht. Willst du ihn hören? Klar. Ja, Shimpuki, du weißt das nicht. Ich weiß das aber noch. Also gut. Einfach ohne mich angefangen. Hatte der schnellste Maler der Welt nie eine Freundin? Weiß nicht. Bei ihm war der Schwung so schnell zu Ende.
Den habe ich letztens irgendwo gehört. Sorry, Jacob hat ihn erzählt. Den habe ich tatsächlich letztens irgendwo schon mal gehört. Geht es da nicht um Golfer? Wegen dem Schwung und so? Ja, sorry. Keine Ahnung. Jacob hat ihn sicher von seinen Campern. Das kann durchaus sein. Die Kids denken so schmutzig. Oh, meine Fresse, halt doch dein Maul. Ein Vogel. Nur ein Vogel. Oh, tut mir echt leid, ich bin nur ein wenig nervös. Ich wollte sie auch gerade umarmen, so erschrocken. Shiro, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Neugierig, wieso? Mach dir keinen Kopf, wieso? Mach dir keinen Kopf, wieso? Wieso? Ist vielleicht Einbildung, aber seit die Camper weg sind, habe ich das vage Gefühl, dass jemand anderes da draußen ist. Uns beobachtet. Als wären noch Camper hier? Nein. Es ist nur, die kleinen Härchen in meinem Nacken stellen sich auf, weißt du? Ja. Nun, wahrscheinlich Einbildung. Um irgendwo hinzugehen. Gut. Das ist die Story. Hast recht. Sollen wir da jetzt hingehen? Wir gehen da nicht hin, oder? Ich? Ja, ich kenn's schon. Perfekt. Nice. Sehr, sehr gut. Übrigens ist der Switch heute angekommen. Sölker, gleich schließe ich den Kram mal an. Bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich gehe da nicht hin. Ich will nicht, dass sie stirbt. Das machen wir nicht. Es war nur ein Vogel. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. ...186 Enten, freigespielt. Perfekt. Ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist... Er denkt sich nur, what the fuck, und was mache ich jetzt in der Zeit? Oder er küsst sie jetzt. Das ist echt gut. Bro, er kann ihr Heft nicht mal sehen. Mal mich. Nackt. Like one of your French girls. Verspielt. Oh, mal mich. Sorry, ich will das nur kurz zeichnen. Klar, sorry. Dumme Idee. Ich mach das nur kurz fertig. Lass dir Zeit. Kevin, ich werde jetzt auch schlafen gehen. Schreib dir dann zurück, wenn ich wach bin. Mantis, mach das. Eine gute Nacht wünsche ich. Schön, dass du da warst. Danke für deinen Support. Hab ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht sehen. Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas. Schlagt. Ein Schwein. Also ich. Oh. Ah. Da. Er ist so winzig. Oh mein Gott, er ist so süß. Du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Kadaver sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden.
Das kriege ich niemals geschissen, da wird es so einen harten Bait geben. Ich kann IRL die Luft nicht anhalten. Ach nein, das ist Rotz! Ich habe aus Versehen geatmet. Erstmal angeschnauft. Oh nein. Oh, ich hatte so Angst, ne? Das Vieh wollte mich killen. Bro, hast du es? Alter, wenn ich jetzt genervt tue, dann ist die Love Story doch voll over, oder? Okay, und hast du es? Was? Ich dachte, du malst, wie ich von einem Wildschwein geküsst werde. Ah, ist alles gespeichert. Der Fahrt, Alter. So nice. Ja, Wildschweine sind voll gefährlich in Real. Ja, auf jeden Fall. Sowas von kalt gemacht. So nah, wie die am Ferkel waren. Ja, safe. Als ob die bei dir überleben werden. Okay, perfekt. Wir sollten zurückgehen. Du, glaube ich dir. Das ist richtig uncool, Mann. Okay. Oh, wir haben die ganze Zeit nichts von Caitlin gehört, ne? Ich weiß nicht, ich mochte die am Anfang nicht. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Einfach das Samsung-Menü von Android, let's go. Kann ich zoomen? Nee. Ich guck nach ganz rechts, sie guckt aufs Haus. Perfekt. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt. Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready? Immer noch kein Netz. Kannst du gar nicht wissen, wenn du dein Display nicht anmachst, aber okay. Ob sie 28% Akku hat? Sie hat vollen Akku, ja. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein Satellit vom Himmel gefallen oder so? Ja, ist in den Wald gefallen und weckte somit die Hexe von Hecke. Okay. Ich würde sagen, wir machen gleich auch das Gewinnspiel, ihr könnt das Spiel gleich gewinnen. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay, dein Playlist erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Die Haxe von Hackett's Quarry? Wirklich alles okay? Wir machen den Leuten Angst. Oh mein Gott, nicht etwa die Haxe von Hackett's Quarry? Was? Ich sag immer Quarry. Für Jokes muss man Opfer bringen. So ist's brav. Ach so, aber bei ihrem Joke eben war es eklig und die Wortwahl war scheiße. Schrumpfen in meine Tasche stopfen und mit euch spielen, wenn ich schlechte Laune hab. Okay. Angst? Wow.
Speziallieferung. Sie hat einfach geschossen. Wow, wow, wow. Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich... Shiro niemals. Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Ich stehe nicht an Detective Pikachu denken muss, wenn ich ihn sehe. Nice. Ich zum Glück gar nicht. Keine gute Idee. Ich lasse euch nicht mit einer Knarre allein. Spöttisch, streng. Spöttisch, keine gute Idee. Okay, ich mag es zwar zu sehen, wie Nick der Arsch auf Grundeis geht, aber das ist keine gute Idee. Hey, weißt du was? Ja, hast recht. Besser ist, ich gebe Nick die Butterpops aus reiner Nächstenliebe oder irgend sowas. Schön, geht klar. Jawoll! Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Yeah. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es... Let's go. Aber wir werden alle sterben. Wenn einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt. Nice. Tja. Abby bekommt keine Kinder mehr. Er hat keine Eier mehr. Ja, man, sterben. Genau das okay, nämlich. Also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Ungern im Stream, Basti. Ungern. Wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn okay, du Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Ich liebe sie. Liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye. Und, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Und deine Zeit mit Emma? Es war okay, hoffnungsvoll. Oh mein Gott. Ich gebe nicht auf, Leola. Wie kann man mir so auf den Sack gehen? Es war okay. Hey, Ehrenmann! Und, was habt ihr so gemacht? Wir haben etwas geflirtet. Sie ist richtig smart. Ja. Nice. Ja. Bist du zum Schuss gekommen? Spar dir das. Nee. Nicht schlimm, okay? Ein bisschen Performance-Angst ist was ganz Normales. Du musst dir nur klar machen. Sonst schnappt ein echter Mann sie sich. Apropos, jetzt das tat weh. Sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vorm Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Erstmal das Essen kaputt schießen. Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. 2 Dinge. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Die schießen jetzt irgendwen an. Kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Kampftutorial. Ich muss dir leider sagen, dass du dich während deines Aufenthalts in Hackett's Quarry möglicherweise verteidigen musst, wenn nötig, mit tödlicher Gewalt. Ziele in einer solchen Kampfsituation mit deiner Waffe und das Licht zeigt dir, wohin du schießt.
Achtung, wenn du in unmittelbarer Nähe deines Ziels bist, verursachst du mehr Schaden. Bei größerer Entfernung nimmt die Streuung zu und Verletzungen sind weniger gravierend. Manchmal ist Waffengewalt zwar eine Möglichkeit, aber vergiss nicht, dass es auch Alternativen gibt. Denk daran, dass Waffen nicht ungefährlich sind. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Geil. Nice. Möglicherweise ja. Okay. Go again. Guck da nicht hin. Guck da einfach nicht hin jetzt. Immer schießen einfach, ja. Soll ich auf die Gläser schießen oder auf was soll ich schießen? Nate, eine wundervolle Nacht wünsche ich dir. Schön, dass du da warst. Schlaf gut. Hab ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Auf dem Baum? Ah. Okay. Wieso passiert nichts? Das Eichhörnchen. Wie in dem Video, ne? Sehr gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und... Party, sehr geil. Nice. Auf die anderen Menschen. Oh, die einfach abschießen. Nee, wie in Until Dawn. Das habe ich nie gespielt. Actually. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Ich glaube, so weit kann ich gar nicht rüberzielen. Nee, kann ich nicht. Schöner Schuss. Nur Glück. Ich schwöre, er ist der Sohn von dem Polizisten. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, ich wusste es. Ultra Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay. Wow, Alter, Mann, doch mal auf die Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey! Okay. Gegen Dummheit. Was? Nein! Sorry, da gucken wir nicht hin. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das lag mir auf der Zunge, aber... Ihr seid beide gemein. Okay, Basta. Basti, ja. Glaub ich dir. Bam! Ihr dachtet, das wär's. Was zu... Wow. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Ich hab nicht gemacht. Und Bierschiss, ich hab deine Nachricht gar nicht gelesen, ne? Ich hab gesehen, dass du geschrieben hast, hab sie nicht mehr vorgelesen. Hab am Wochenende wieder eine Tagung. Da war heute Einführung, ein paar Vorträge und Dinner. War sehr schön. Wie war's bei euch? Nice. Klingt sehr, sehr gut. Bei uns war sehr, sehr klischeehaftig. War cool. Ich mag das Spiel. Aber ich glaube, wir brauchen dafür tatsächlich mehrere Streams. Okay. Neue Idee. Partyspiel. Ach. Zum Glück haben wir das Feuerwerk nicht mitgenommen, ich schwöre. Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Ja, von Hotel Zack and Cody, ja. Auf jeden Fall. Tiefregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre. Also Dylan-Style. Hm. Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Gab schon Bierschiss. Dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also normale Standardregeln. Ja. Hat er gesagt, wenn ich du wäre? Richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, egal.
supi. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Wahrheit oder Pflicht? What the fuck? Wohin küssen? Auf die Lippen, Bierschiss. Nur mal smooth bleiben, ha? Huh? Wohin sonst? Na gut, dann los. Und dann vielleicht auf den Mund, Kappa. Okay, es tut mir leid. Ich... Unterbrechen? Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp. Patty, es tut mir leid, okay? Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Okay, Nick? Ich weiß nicht. Ach, ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Immer her damit, Ehre. Der macht doch gar nichts. Der scheißt sich doch ein. Er muss sich ausziehen und tut's nicht. Bin ganz offen. Ehre. Wir machen Ehre. Immer her damit. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlin oder Dylan. Wow. Ich meine, schätze, beide wären nicht übel. Sorry. Okay. Nicht meine Regeln. Eine fragwürdige Logik, aber okay. Dann mal los. Ich glaube actually, dass Dylan jetzt so tut, als würde er nicht auf ihn stehen. Wir gehen rein. Dylan, los, komm. Let's go. Gerne zu Diensten. Keiner muckt auf. Let's go. Ich kann ihn ohne Pikachu nicht ernst nehmen. Keine Sorge, den hat er bei sich. Okidoki, wen nehme ich? Ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter Punkt. What? Achso, wen wir auswählen? Oh. Wir nehmen Jacob, würde ich sagen. Na gut, Jacob, mal sehen, was du drauf hast. Oh, das ist cool. Mann, komm schon. Okay. Kate, please. Tut mir leid, zu spät. Können wir noch machen, sage, gleich. Hoffe ich. Du springst jetzt über das Lagerfeuer hinweg. Nackt. Oh, cool. Oh, fuck yes. Ich spring voll über das Ding, aber sowas von. Ja, hatten wir nicht schon Spiegelei vorhin hier? Kleines Spiegelei? Jetzt haben wir gleich zwei kleine Spiegeleier. Nein, Jacob, warte. Mach das nicht. Stopp. Ja, ich sage Veto, du brichst dir noch das Genick. Was? Nein, komm schon, ich kann das. Nein, komm schon. Hätte ich den Streamer-Modus anmachen sollen? Veto. Wisst ihr was? Leck mich doch. Okay? Nehmt jemand anders. Wie du meinst, dann bin ich dran. Mach doch. Springt sie jetzt nackt rüber? Emma. Ehre. Emma, ich also hab gar du nichts gemacht. Gar nichts. Jacob. Oder. Oh. Nick. Na dann. Ja. Sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte, das ist eine Todsache. Das ist vielleicht keine Sache. Gute Idee. Ich nehme Nick. Ich wusste es. Ich wusste es. Im Ernst jetzt? Ich wusste es. Ich wusste es und Abigail ist jetzt voll eifersüchtig. Und sie setzt sich auf seinen Schoß und sie knutschen rum. Es reicht. Es reicht!
Nick, so eine gute Idee. Perfekt. Danke, Nick. Was kann er dafür? Er ist gut. Warum küsst sie ihn jetzt nicht auch einfach? Schloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob. Schlaf doch jetzt mit Abigail einfach. Ist das dumm. Ist das Kinderkacke. Ich lieb's. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. Oh Mann, Alter. Hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Alter, kann man nicht einmal Spaß haben? Ist das dumm, ey. Ist das dumm. Verdammt. Jedediah heißt er einfach. What the fuck? Das ist ja ein richtiger Hilly-Billy-Name. Da bist du ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Dann sag, was bringst du mir mit? Wie ich sehe, hast du keine weiteren Karten. Doch, du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Ich habe mir literally alles angeguckt. Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten und dann bring sie her zu mir. Ich will das Spiel genießen und nicht drin rumlaufen. Das ist das erste Mal... Auf Speed. Speedrun-mäßig. Es bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Ich habe mehr Angst vor den Wölfen, aber danke.